Wir können es ja erstmal so Ja, versuchen. nur mehr scheint kein Klippen. Zurück. Außer er kann uns irgendwie einen No-Clip geben. Nee, Ja, wir nicht No-Clip, können ich meine hinterher orten. springen. Ja, können wir gleich auch machen, aber ich würde es erstmal so Ja, probieren. können wir ja auch machen. Sparen wir uns Okay, den Stress. wir gehen einmal Also ich hätte es uns gerade. probiert, wenn ihr wollt. Bist du denn mehr schon damit anfangen standen? Du musst ja den Blob jetzt hier lassen. Stimmt, da war ja was. Wir versuchen es, okay? Wir können es ja Ich hab mich doch gerade jederzeit. schon von dem verabschiedet. Also, Schon wiedersehen. ich würde Wir werden sagen, uns bald wiedersehen. ich würde sagen, Du dass wir jetzt kannst sogar ja früh. gerade durchlaufen und auch schon nach der Hand halten. Okay, mal gucken, ob ich den Weg hier überhaupt finde. Da ist er. Ist das auch Scheinbar so soll ja oder auch hier eine so? Keycard noch unten Oh! liegen irgendwo. Wer hat ihn getriggert? Nicht ich. Wir sind alle in der Hocke. Okay. Anscheinend Tschüss, nicht. Herrschein. Nicht sterben, Wirklich, danke. tschüss. Ich versuche es. Also. Oh, der wurde wieder getriggert. Also, wir könnten es mal generell erstmal versuchen, weil. Da können wir den Blob noch mitnehmen. Erst Naja, verlassen. wir müssen. Problem ist halt, wir müssen uns ohne Brille an drei solcher Viecher vorbeischleichen. Ja. Wenn wir sehr nah an Kralle gewesen, wäre es gut gewesen, aber jetzt ist er zu weit weg. Aber es ist ein bisschen blöd gemacht, dass man nicht mehrere Brillen hat, weißt du? Ja, Es hätten wir gibt den mehrere Computer? Brillen, aber das ist halt die erste, die man findet. Ach so, ich meine halt gen. Ja? Es gibt, glaube ich, zwei in dem Spiel und zwei Masken. Ja, ich weiß, aber wenn man halt dann mehrere Spieler hat, dass man für jeden einen hätte, fände ich jetzt viel, viel besser. Ja, wäre besser, ja, aber das Spiel ist halt ja nicht für den Multiplayer programmiert worden. Das war ursprünglich ein Singleplayer. Das Original besitzt ja kein Multiplayer. So, rein theoretisch könnten wir einfach sagen, dass wenn wir eine Sache finden, dass wir die direkt für alle finden. Ne, Ja. so. Genau. Und dann passiert so Hust, 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 weißt du, und dann haben wir die auf einmal viermal. Das finde ich sogar nicht mal Hust, schlecht. Hust. Hust, 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 haben wir die Hust, das Firma. ist auch gut. Ich Muss ich mir verstehe schon. merken das Ja, bitte nächste schön, Mal. Dallo. Vor dir. Was? Vor Dallo, dir, die komm auf direkt vor den dir. Boden. Da ist gerade Hust, Hust, Hust passiert. Oh Gott, Oh, Hilfe. Hust, Hust, Hust. Ja, Willst du dann vielleicht oh. dann auch meine Maske duplizieren? Ich hab ja auch eine Maske. Die gibt es zwar zweimal irgendwie zu finden. Kuss, Kuss. Wo ist meine Kuss. Maske? Warum liegt der Stroh? Die Maske wird durch die andere Maske ein bisschen verdeckt. Weil Du es war hast dich so da nicht dunkel, verwirrt. ich war so dunkel, ich konnte nicht mal sehen, was du gehustet, vor mir gehustet hast. Was? Ich hab. Oder hast du? Ja. Nein? Ich habe ja noch Platz. Ich nehme mal eine für Kralle noch mit. Warte, Also ich hab. du hast noch eine? Du hast jetzt zwei? Ich habe jetzt zwei im Inventar, ja. Okay, weil ich habe auch noch eine im Inventar. Ich nehme mal die Sicherheit, aber die zweite Also dann hatten wir mit. aus irgendeinem Grund schon mehrere. Warum hattest du die? Der Mensch hat Oh Keycard. Gott, ist das Ding am Leuchten? Hilfe! Nimm mal die Schildkröte in die Hand. Mit den Kann ich nicht in die Nightshade-Goggles. Hand nehmen. Wow. Oh mein Gott! Ja, sag ich doch. Es war sehr Er soll hell. blind sein, ne? Hast du gesagt? Ja, er Ja, die ist sind blind. blind. Er soll nicht blind sein, er ist blind. Es. Ich trau dem Oh viel. Gott. Gott, die Papiere auch. Hilfe. Bitteschön. Soll ein sehr Oh, gutes nee. Gehör haben. Die Brille will ich behalten, danke. Also, der bleibt aber lange dort, ne? Der hat, glaube ich, das gerade auf uns abgesehen. Ja, ein Kardinal, der fokussiert dich. Ja. Oder fokussiert der Ja, doch, mich? doch, der ist gerade fokussiert, so wie es aussah. Ich glaube, der kann sich nicht ganz entscheiden, auf wen er sich fokussieren soll von rein. Wieso, vielleicht Maus, oder? Ja. Holy moly! Kakerlake! Ach, Geh weg! es gibt zwei Ja, Krokodile. danke! Das passt aber überhaupt nicht! Oder was? Wie? Wo? Gibt es Die zwei? rosa-rote Brille. Ja, die Achso. rosa-rote Brille und das Vieh kamen um die Ecke. Hä? Oh Gott. Liebe auf den ersten Blick. Ja, aber wirklich, er hat mich erschnüffelt. Okay, ja, anscheinend gibt es dann zwei hier. Ist ein bisschen blöd. Ist er immer noch dort? Ja, der steht da immer noch. Kann man nicht irgendwie links vorbeigehen, ohne dass er einen bemerkt? Ihr könnt ja probieren, mal links vorbeizulaufen. Alleine traue ich Hat mich ja ja immer natürlich mich, glaube nicht. ich, angeschaut, oder? Na, gucken wir mal, ne? Ihr könnt auch hier dran vorbeischleichen. Hier Ich. unten könnt ihr auch dran vorbei. Monster sagt guten Tag. Was sich jetzt hier überlegt. Wortwörtlich. Oder gute Nacht. Ja. Guten Tag und gute Nacht.
Guck mal hier. Gut. So, lol. Du kommst ja nicht durch. Oh, der steckt jetzt in der Wand fest. Wir werden hier nicht weiterkommen. Also, doch. Jetzt kann man theoretisch durch den kleinen Gang laufen. Ich bin mal beim Meerschwein. Er hat's auf dich, Tolle, glaube ich, abgesehen. Sicher? Ja, läuft gerade irgend zum Gang hin, probiert hinzukommen. Okay. Ich bin jetzt einfach mal hier. Ja, er probiert zu euch zu laufen. Aber vielleicht hat uns auch gar nicht bemerkt, Alter, was für ein Trigger alles hat der denn? Das ist ja richtig. Oh! Kommt er? Ja! Ah, weil Tolo. Ja! Schaff ich's rüber? Was zur Hölle ist denn mit dir? Ja, ich hab's doch geschafft! Oh mein Gott! Das war gerade sehr knapp. Ja, ein Port tut dich dann gleich vielleicht zu uns. Wir laufen jetzt mal lang. Ja. Weil der steht da jetzt halt im Gang, du kommst nicht mehr raus. Spiel weiter? Ja, Spooky, du bist ja, du hast gesagt, du bist müde. Ja, ist halt echt so. Boah, das ist müde gewesen. Ja. Aber du kannst ja doch immer noch joinen, wenn du willst. Genau. Oh, okay, soll ich mich zu euch porten jetzt? Nein, bitte nicht zu mir. Warte, ich geh mal zu... Du kannst dich zu mir porten, mir schon und ich stehen sicher. Okay. So. Hallo. Da war hat sich bewegt. Aber ein Nasengesicht. Aber was für ein Trigger, also der ist ja richtig Trigger-happy, ne? Ja, eigentlich haben die nicht so eine riesen Reichweite. Oh. Aber hier stehen bleiben, der müsste da gleich links ums Eck kommen. Okay. Oder von links nach rechts. Schon, ne? Dreht er sich um. Ey, das wäre jetzt gemein, wenn die Leiche mal so umflackert, das Vieh anlockt. Anlockt. Ja, schön weiterlaufen. Machst du gut, mein Schatzi. Alles gut. Er bewegt sich. Aber mach dir keine Sorge, Spooky, du hinter uns. Spiel öfters. Obwohl, wir sind nicht mehr so weit, wie weit wir in Containment Breach gekommen sind. Ja. Müssen wir aber auch mal durchzocken dann. Wir können ja bis zur Maschine oder so spielen, dann vielleicht ja Feierabend oder so machen. Mhm. Was? Hallo, Kralle. Bitte Vorsicht. Wurde jetzt. Ganz Vorsicht. Er wurde jetzt getriggert? Okay, Moment, erst bei mir. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Bleib. Nee, wir sind hier. So ungefähr auf der Höhe sind dann auch diese schönen Blümchen gekommen, beziehungsweise Herzchen gekommen. Und dann Prost Neuer. Aber es ist ja übelst schwer. Ich habe eine Level 2-Karte. Ganz schön nah. Ja, aber es ist ja übelst schwer gemacht, wenn die so trigger-happy sind. Kralle, willst du gerade eigentlich zu uns zurücklaufen oder weiter? Nein, ich bin gerade da weiter zum Laufen, okay. Weil da ist... Ja, du kannst jetzt weiterlaufen, das ist schräg gegenüber von dir. Ja, das hatte ich vorhin auch gedacht und plötzlich stand er neben mir. Wo are you? Der ist jetzt gerade bei uns nach rechts abgebogen und du bist ja jetzt links von uns aus gesehen. Ich versuche mal die Karte da zu benutzen an dem Feld. Oh. Ah, natürlich, es ist eine Level 3 Karte. Ja gut, schließe ich zu, dass du die behältst. Nein, der meint das Terminal. Achso, Terminal Level 3. Okay, also wenn ihr wollt, ich bin jetzt hier in einem anderen Raum. Könntet ihr euch theoretisch... Der ist schon hinten durch. Alter. Ja, Entschuldigung, ich schwitze hier Blut und Wasser. Und mir wird eine Nicht du, das Krokodil. Musst du gleich wieder an uns vorbeilaufen. Naja. Oder ihr lauft hin. Genau, ja, sorry, ich hab's ja sowieso. Ja, in der hinten brauchen wir es gar nicht gucken, das ist hinten beim Fahrstuhl stuck, das Vieh. Brauchen wir gar nicht drin. Das war gerade aber viel zu nah, dieses. Oh, ja. There you are. Fand ich gerade auch so, ja, sehr, sehr nah. Hier hinter der Wand ist auch noch eins. Das kommt, glaube ich, an uns nicht ran, aber da läuft auch noch irgendwo eins rum. Ja. Scheinbar kannst du es triggern. Alter. Zumindest. Hört er sich so an, als wenn er getriggert wurde. Ja. Hallo, mein Schatz. Ich grüße dich. Ich habe dich gar nicht gehört. Du hast gar nichts gesagt. Hallo, mein Schatz. Ich liebe dich. Du bist die einzige. Eigentlich ist die Brille aus meinem Inventar, Meerschwein. Wieder was? Kriegst du die Brille aus meinem Inventar? Sind mir. Nein, das Vieh ist noch nicht da, es war zu früh. Nein. Nee? Okay. Na, da kommt's. Deswegen mache ich dir den Hof. Wurde er getriggert? Er wurde getriggert.
Aus irgendeinem Grund. Dunkel, bald ich glaube, weil ich mich einen Schritt bewegt habe. Boah. Muss nur stehen bleiben, einfach nichts machen. Ja, die sind ja sehr soundempfindlich. Gut, ich mein, geht der weiter. Vor allem so soundempfindlich, wenn wir uns gar nicht bewegen, weißt du, so gar keine Geräusche machen. Also ich bin hinten am Aufzug. Passt, passt. Ja, wir sind noch zwischen Raum 1 und 2, hängen wir. Mit Peanut? Nee. Holy moly. Ich glaube, wir können durch, oder? Ich warte, bis er drüben vorbei läuft, damit er dann schräg gegenüber von uns ist. Er ist noch nicht durchgelaufen. Der hat doch eine ganze Weile, bis der durchläuft. Der müsste jetzt irgendwo links oder rechts von uns sein, in dem kleinen... Ja, aber müssen wir nicht nach links? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo der steht. Oh, hallo? Da vorne Leute, jetzt nicht weit rechts stehen. Der ist jetzt hinten auf der anderen Seite schon. Dürfte gleich mittig zu sehen sein. Da läuft er. Spooky. Mhm. SOS. Sein Fuß. Okay, wir können los. Ne, wir können nicht los. Stopp. Nee. Der hat dich mitbekommen. Junge, richtig empfindlich. Wenn der Doktor kommt, mich einfach hier wegzieht. Was? Wen hat er gehört, oder? Ich weiß nicht. Kurz stehen bleiben. Hat sich umgedreht. Okay, ich bleib stehen. Stehen bleiben, nichts machen und dann passiert nichts. Alter, die reagieren, wenn man sogar furzt. Und vielleicht wollen sie was von McDonald's. Hinten an der Ecke. Schenkel, Brust oder was? Läuft weiter. Er hat mich gehört. Ja, ich sehe seinen Fuß. Oh, ich sehe euch gar nicht mehr, weil ich genau hinter einer Säule bin. Sag mir Bescheid, wenn ihr läuft. Ja, hinter der Säule direkt steht mir ja schon. Weiter können. Ich weiß, bis er da hinten an dem Mittelgang vorbeigelaufen ist. Dann können wir durchsprinten. Bis in die Ecke. Da ist er. Button-Schnuckelchen. Ja, sehr süß. Nicht kuscheln mit ihm. Die Reißzähne sind dafür zu groß. Sollten können. Ja, sollten. Oh fuck. Los! Denkt dran, hier in dem Raum, wo ich den Aufzug habe, ist auch noch einer, ne? Bist du an dem. Bist du einmal in den Gang im Kreis gelaufen? Ich bin direkt zum Aufzug. Du bist nicht da, wo er herkam. Bist du jetzt nicht lang gelaufen, ne? Sorry, die Leiche hat sich bei mir bewegt. Ich hab mich voll erschreckt. Ich so, was? Warum bewegt? Die hat sich bewegt. Ja! Das war ganz voll vorsichtig. Genau an der Leiche. Er kann da vorne um die Ecke kommen. Könnte man. Nein, nein. Also kommt er. Ja. Okay. Ah, ihr seid noch in dem Raum, okay. Läuft er an uns vorbei? Okay, nee. Da ist so ein Loop. Also er kann im Kreis laufen. Der läuft jetzt seine Route. Okay. Also willst du ihm jetzt hinterherlaufen, Cardinal? Ich glaube, wäre optimal. Ich weiß nicht. Die sind hier deutlich aggressiver. Also die sind in Containment Rooms, kannst du fast neben denen stehen, die machen nichts. Der alte Mann. Ja. Ah, oh, nee. Lauf zum Fahrstuhl. Ja! Oh, okay. Okay, genau, zum Glück hat der Cardinal fokussiert. Aufzug! Ah, der will dich, Tolo. Nun. Der will dich. Nee, der will dich. Jetzt will er mich. Der will mich? Achso. Oh Gott. Ja, ich hab keinen außer wenn ich sterbe. Oder? Ja! Und noch? Ich wusste doch, sie würde. Warum ist der Aufzug nicht auf? Sterben lassen? Ich dachte, der Aufzug. Nein, okay, Todos. Rot? Nein? Na, okay. Junge, Aufzug. Warum ist der Aufzug oben? Ja, ich bin runter. Wir sind so tot. Na! Ich kämpfe mich hier durch. Ich lebe noch. Jetzt! Ich hab dir jetzt! Oh, ich bin tot!
schade. Ja. Ich bin tot. Warum war der warum Fahrstuhl... Warum ich das Ding viermal schlagen? Aber warum war der... Seid ihr aber im Fahrstuhl draufgegangen oder wo seid ihr jetzt drauf? Vor dem Fahrstuhl gestorben. Genau, vor dem Fahrstuhl. Ja, ich komm aber zu Kralle. Okay, dann lass ich mal meine Items hier liegen und geh mal runter. So. Was? Weil da Masken und so alles war. Guten Tag. Achso. Oder willst du die Masken nee, einfach kopieren wieder, Meerschwein? Ja, da waren jetzt aber auch drei Level 1 Karten. Hallo, willst du dich runter und dein Zeug holen? Ich komme auch vorbei, komm. Rocket. Dann bleib ich oben, wenn ihr beide runtergeht. Ja. So, aber das war gerade sehr ungünstig, dass der alte Mann gespawnt ist. Also, ich hab nur drauf gewartet, wann er spawnt. Ist aber richtig eklig, dass er da unten halt spawnen kann. Ich glaube, hat er bei einem anderen auch gekonnt. Oder? Ich sehe gerade. Hat auch gekonnt, das meine ich. Das ist ziemlich eklig, dass er da unten spawnen kann. Oh. Oder alter Mann und Doktor. Dumm. Das wäre jetzt noch. Ich hab eine andere, falsche Maske auf. Warte kurz, ich hab eine falsche. Wenn du Pech hast, kann er aus dem Fahrstuhl kommen, tatsächlich, der Doktor. Ja. Hatten wir schon gehabt. Da haben wir schon mehrmals. Ich habe jetzt die falsche Maske mitgenommen. Ich hab nicht alles mitgenommen. Bei mir lag da nicht mehr rum. Ich habe eine Maske und eine Keycard. Okay, ich habe jetzt eine Keycard, eine Taschenlampe und eine Gasmaske. Naja, können wir gleich duplizieren dann. Einfach. Ja. Was genau fehlt? Eine Night Vision Goggles für dich. Eine Gasmaske für mich. Vermissen wir sonst irgendwas? Oh nee. Das ist die Schleuse, wo Pina drin steht. Echt? Ja, ist doch halb ja. Ja, nee, wir sind nur zweimal beim ersten Mal durchlaufen draufgegangen, jeweils. Ja. Spielen wir auf Safe oder was spielen wir? Auf Euclid, ne? Huch. Safe, okay. Safe, interessanterweise. Okay. Ich hab gespeichert, scheinbar. Okay, dann? So ein leicht. YOLO? Gehen wir zusammen durch, würde ich sagen. Ja. Danke. Okay. Mach mal die Tür zu hinten. Okay, jetzt. Ah, er fehlt. Wunderschön. Nee, der ist ja schon weg. Drücken Sie den Knopf. Okay. Aber wir sind ja durch die Schleuse nicht einmal gelaufen. Kann er weg sein? Ich weiß nicht. Achso, kommt ja auch wieder. Vielleicht, weil wir von der falschen Seite reingelaufen sind. Diese verdammte Triggern. Tür. Na dann, aufmachen. Da hinten ist die Tür offen. Da ist auch die. Oh, sie sind alle offen. Da steht ein Teddybär bei mir. Steht er bei euch da auch? Da steht auch ein Teddy. Ja, Teddy. Ich glaube, weil das der erste Encounter vom Teddy dann ist. Kann ich bestätigen? Wohin sind wir, glaube ich, auf der richtigen Seite, oder? Wohin gehen wir dann jetzt? Weiß ich nicht, Richtung Teddy. Ich laufe ja die ganze Zeit im Uhrzeiger eigentlich. Okay, laufen wir erst Richtung Teddy. Nein, aber der Teddy schreit doch. Nein, wir triggern den, der schreit und wir laufen weg. Okay, dann tut das. Ich bleib hier stehen. Du musst das auch machen, Kralle. Das muss jeder für sich alleine machen. Einmal schreien lassen. Dann fängt er an zu schreien und läuft weg. Soweit, dass du ihn nicht mehr hörst und alles ist gut, er ist weg. Okay, nur schreien hören. Ist despawned bei mir. Ja, ist bei mir auch despawned. Ich mach die Türen wieder zu. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem mit dem Teddy habt. Ist doch ganz simpel. Einfach. Es geht hier um Leben und Tod und Leben. Aber Panik schieben wäre schon das Lustige. Ja. Genau. Ah. Wo bleibt denn der Reiz? Hier ist Fahrstuhl. Ja, ich meine hier so. Storage Zone, da kommen wir nicht runter, glaube ich. Kommt drauf an, was für eine Karte das hat. Ich glaube. Ist der gerade erst angekommen? Ah, da ist er. Ja, der hat die Stufe 1 Karte dabei. Ah, ne, einer kann den ja mitnehmen. Okay. Oh. Ich hab die Tür hinter mir zugemacht. Ah, schön. Und Obacht. Wenn Pina drin gewesen wäre. Oh. Ist das, das Loch in der Wand? Ja, dafür brauchen wir Level 2. Hab ich, kein Problem. Sehr gut. Oh. Hab ich hier irgendwas liegen außer die Notizen? Nee, ne? Warte. Möchte wir wieder Testobjekt spielen und eben Dokumente reinschieben? Meerschwein, mach schon. Vielleicht mal gerade die Tür zumachen, damit nichts von draußen reinkommt. Ja, und dann ist der alte Mann hier reingekommen und dann sind wir in Panik da alle da weggerannt. Ja, nee, nicht das Peanut oder hier rein, da irgendwie draußen spawnen und dann passiert absolut gar nichts.
Gar nichts. Macht das Loch nichts. Ob es jetzt leer, ob Inventar leer ist, ob du was in der Hand hältst, ob es nur im Inventar liegt, macht gar nichts. Warte, eins habe ich noch nicht ausprobiert. Packen. Nein, will dich da oben reinpacken. Genau. Bin ich jetzt? Ich habe die Sachen zu nah rangelegt. So, bin ich jetzt da einfach. Nö, immer noch nichts. Gut. Okay. Bereit? Bereit. Weiter geht's. Dieser Lüfter. Hier ist wieder, ich glaube, Dingens. Ah, ne, doch nicht. Brauchen wir hier nicht eine Stufe 3? Ja, wir brauchen hier eine 3. Oh, das ist natürlich ungünstig. Kann doch nicht sein, dass wir überall nicht durchkommen. Wirklich? Wann bekommt man eigentlich eine Stufe 3, außer durch ist das... Oder wenn man den Dock freischaltet, eine Stufe 3 oder 4 liegt unten in seinem Labor. Ah. Ja. Oh, wie sind so in also entweder durch den alten Mann oder halt kommt es irgendwie. Warte. Ist noch schön. So. Schön. Also theoretisch eigentlich nur durch den alten Mann. Hm, okay. Der muss sich halt am richtigen Ort wieder rausschmeißen. Also musst du durch seine Pocket der Menschen überleben und dann wieder aus einer richtigen Position ausgespuckt werden. Aber das ist ja richtig. Ja, wenn man es nicht richtig hinkriegt, dann hat man da Pech gehabt, ne? Ist ja richtig kacke gemacht irgendwie. Ein bisschen. Lightning Test Chamber, also was ist das? Peanut, ne? Ah ja, hier triggern wir Peanut und bekommen eine Level 2 Karte, meine ich. Ja, ne? Ja. Tolle. Ja? Ah ja, da steht Peanut. Vielleicht Binsen? Tschüss. Sehr schön. Bitte? Oh. Ja, genau. Ja, da ist er rausgekommen. Ja. Ach, Tür zu. Als würdest du es bringen. Ach, kommt nicht direkt raus. Drei Clearance, ja, also. Den Raum kenne ich nicht, ne? Müsste. Muss ja am dritten Tag. Okay, ich hab. Warte, ist hier die Kompressionsschleuse wahrscheinlich. Tür zu, Leute. Oh. Ja, ist hier die Kompressionsschleuse. Ja. Oh. Also ist das nicht hier in der Nähe eventuell sogar dann Duplikat? Oh, na toll. Alles gut, die geht gleich wieder auf. Jo. Aber hier... Nur kein Stress. Stress macht Falten und Sorgen. Vor allem Falten. Aber ich glaube, hier kommen wir auch nicht mehr. Oh, oder? Nee, warte. Das ist hier. Ach, das ist das Augending. Das Ding, was in der Augen... Das Augending. Okay. Auch interessant, dass das hier... Ich hab's gehört. Ich will's gar nicht sehen. Naja, wir haben's verhalten. Oh. Huch. Oh, und einmal abspeichern. Ja. Jetzt haben wir so gespeichert. Für so ein Quick Save. Funktioniert, ihr habt gerade kurz alles im Auge? Das Auge ist hier weg, ne? Nein. Kann man dem Auge dann irgendwann auch entgegentreten? Nee. Oh, ich bin mal gespannt, wie sie den hier gemacht haben. Oh. Alter Mann. Ich wollte nicht sagen, was ist das Geräusch? Wen möchte er? Oh, der kommt durch die Wände hier. Oder? Ja. Der kann durch solide Masse laufen. Ja, der kann durch alles. Okay, dann. Oh Gott, wir haben die Arschkarte. Wir müssen jetzt hier schnell durch. Ich bleib hier in der Chamber. Ich auch. Hier kann man den gut loopen. Okay. Hey, ich versuch's das gar nicht. Ja. Wenn du die Maske hast, Märchen, dann kannst du die anziehen, also bessere Ausdauer. Gasmaske? Also wir bleiben jetzt hier, ne, Kralle? Ja, ich hab sie fallen lassen. Bitteschön. Meine. Ja, ich hab's aufgehoben. Aber ich find's immer noch doof, Alter, dass man nur durch den alten Mann die Level 3 Karte kriegen kann. Ja. Das ist ja richtig doof gemacht. Es könnte auch die Level 4 Karte gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, welche Karte beim Doc unten liegt. Ja, beim Doc, nicht beim alten Mann. Der alte Mann ist das, was da gerade läuft. Der Doc. Ja, klar. Ja, aber der alte Polo hat es, glaube ich, falsch verstanden. Nee, er hat es schon richtig verstanden. Aber der alte Mann kann dich beim Labor vom Doc rauswerfen, wenn du in seiner Pocket Dimension überlebst. Deswegen, weil. Er kann dich, glaube ich, an 2 oder 3 Positionen rausschmeißen, wenn ich mich nicht irre. Ist er weg? Ist weg.
Sonst würden wir nicht hier stehen. Ist ja alle noch reingekommen? Wie schnell das denn, Alter? Die Kompression. Ich kam nicht durch. Ich hab mein Bestes gegeben. Wie funktioniert eigentlich das Radio? Funktioniert das überhaupt? Naja, ne? Hat eine Antenne. Und dann Empfang. Man sitzt in der Ecke. Jawohl. Plötzlich vor mir. Bam. Nee, die funktioniert nicht. Okay, gut. Die halt da liegen. Bitte. Ja, wir haben gedreht, klar. Ja, alles gut. Ich. Oder stopp. Oder spannende Crew. Mhm. Halt nicht. Bitte? Alles gut. Okay. Rechts. Nein, vor allem anderes rechts. Oh, Entschuldigung, ich wurde geblendet. Passt. Lauf. Drücken. Lauf. Auch eine Warnlampe. Die Tesla kommt gleich. Tesla. Okay. Boah, ich glaube, du würdest das Summen, glaube ich, hören. Er ist ziemlich leise. Ziemlich leise? Vielleicht hast du es dann runtergedreht. Mein Gott. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, ob der Tesla ausgelöst hat, weil mir jemand den Blitz reingeschallert hat. Nee, noch nicht. Ja, mach aber nochmal. Und jetzt durch. Bin da. Frechheit. Sehr gut. Augen offen. Außerdem würdest du es doch hören, aber der Blitz übertönt ja auch. Es gibt einen kleinen Indikator und nicht nur das Summen, sondern oben das Lämpchen. Wenn es schnell flackert, ist es einmal ausgelöst gewesen. Ja. Ah, okay. Na dann, weiter, ne? Mal ja ganz schön viel Zeit, bis der wieder blinkt. Weiter geht's. Jo. Augen offen. Wie Gott, war die jetzt alle helle Leuchte? Ja! Genau hier, ja. Genau. Meine Güte, ist das alles unübersichtlich. Und da steht ich, Meerschwein. Waage. Oh nein, da steht schon wieder Peanut. Busche Peanut. Weg damit, Karina. Vernichte es. Töte es. Oder behalte es im Inventar. Das darfst du nicht auf 1:1 durchhauen. Ansonsten, ne? Rough. Nein! Muss vernichtet werden. Zum Wohle der Allgemeinheit. Natürlich, dass einfach in dem Pino drinsteht. Was denn? Nicht wieder das Bild. Sag mir nicht, ist wieder scheigeil. Kardinal, hast du es aufgehoben? nö, es liegt da drin. Ah, okay. Dann schnell weg damit. Geh den Schlüssel nochmal. Trigger ich den, wenn ich das im Inventar mir anschaue? Ich muss es in der Hand haben, ne? Keine Ahnung. Das lag auf dem Boden, ich hab drauf geguckt, der wird getriggert. Ich will's nicht ausprobieren. Jetzt ja, einfach. Da raus. Also, von mir aus kann ich's ausprobieren. Naja, aber ich würde eher versuchen, einfach. Warum macht ihr denn das? Ihr wisst doch, dass es nicht. Kann man es nicht einfach wegpacken? Also ohne es aufzuheben? Einfach wieder die Scheiße einschalten? Sag mal. Kannst du ja Meerschwein mal mit irgendeinem No-Clip vielleicht das Ding aufheben und wegbringen? Wieso? Ich kann es auch aufheben, dann gucken wir, ob wir ihn triggern. Upgrade Foto auf Verifiant, aber sei vorsichtig. Ich hab's aufgehoben. Ohne sonst so schauen, ne? Ja. Perfekt. Wurde nicht getriggert. Ja, ich habe das Inventar aber noch nicht geöffnet. Oh ja. Öffne nie dein Inventar, bitte. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Aber. Bevor ich das Inventar öffne. Okay. Ich versuch mal. Ich würde es ja am liebsten wieder in diese L-Ecke da schmeißen, weißt du, aber. Pack am besten. Wer hat von euch die Keycards? Ich habe eine. Ich habe Einser. Ich habe eins und zwei. Gib ihm alle Einserkarten. Und Meerschwein hat seine ja da gedroppt.
Ich weiß nicht, ob das schon als gesehen gezählt habe, als ich es gedroppt habe. Wahrscheinlich. Konnte man es kurz sehen. Ich bleib mal noch weg. Und wer hat das Foto? Das ist für Meerschwein. Nee, ja. Alles gut. Ich habe nur die Zuschauerfrage vorgelesen. Hm? Community? Machen wir Community. Ja, klar, ja, Zuschauer, das war das gleiche, egal. Oh. Da kommt was. Ja, ja, ja. Der schreit. Mach die Sterne auf. Warte mal. Ich fahr mal auf. Ich mach mal hier die Tür zu, ja? Ja, das ist ihm egal. Der bricht durch die Tür. Hat er nicht. Ich weiß nicht, ob er durch die großen brechen kann. Ja, kann also er. Im Computerraum konnte er es damals nicht. Oh Gott! Der ist. Aber, wie geil ist der? Was denn, was passiert? Wenn man Aufzug fährt, kommt der oben durch den Aufzug gesprungen. Boah! Aber Meerschwein kann ihn ja deaktivieren. Okay, wir haben ein paar Level 3 Keycards. Soll ich mal gucken, ob ich die auf 4 upgraden kann? Kannst du ja gerne versuchen, ne? Obwohl, kann man die überhaupt in der Red auf Level 4 upgraden? Ich dachte, das geht nicht. Bis Level. Ja, doch, bis 4 kannst du die upgraden. Bin ich. 5 hat dann, glaube ich, eine geringere Chance. Ah, okay. Okay. Jetzt müssen wir mal aufpassen, weil jetzt, ne? Ich lass mal 2 liegen. Ich probiere es mal mit 2 Level 3 Keycards. Mhm. Level 4 ist rare? Rare. Selten. Und danach hat mich Pendo durch die Wand erwischt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass dieses Schrei-Ding da auch dabei ist. Ah, ne, 2 Kreditkarten rausgekriegt. Kann man die Kreditkarten für irgendetwas benutzen? Kannst du in Münzen umwandeln und dann mehr draus Karten machen, aber ansonsten nicht. No. Musst du die ganze Zeit craften und craften und craften. So bin ich gestorben vorher und danach. Wenn du die Omni bekommst oder Level 4 oder 5. Aber bei 4 kannst du 5 die direkt die Green. Und Wasser. Ich finde es trotzdem wie blöd gemacht, dass man nicht dafür direkt irgendwelche Sachen bekommen kann. Ich weiß nicht, ob. Doch. Man kann den Navigator zum Navigator Ultimate verbessern. Geht noch. Aber Gasmaske kannst du nicht verbessern. Night Vision Goggle kannst du nicht verbessern. Radio kannst du auch nicht verbessern. Ne, ich kann halt Items spawnen. Die Kekse sind das Einzige, was ich heute esse. Gasmaske und Radio kannst du theoretisch verbessern. Naja, aber hier hast du eben nur Gasmaske, Night Vision Goggles und Radio. Die haben keine höhere Stufe. Reiger ist draußen. Keine Ahnung. Hier drin ist er gerade nicht. Gib mir mal kurz eure Night Vision Goggles, alle. Bitte was? Und die Nachtsichtbrille. Achso. Ich verbessere die mal so weit, dass wir keine Batterien mehr für die brauchen. Weil aber da ist doch kein. Also gut, ich habe kein Batteriesymbol. Was du auch immer siehst. Ich so schon nicht. Ich meine, mit Grün sieht man einen bestimmten SCP nicht. Ach gut, dann eben für einen besseren SCP zu sehen. Ich kann die auch theoretisch auf Rot verbessern, dann sehen könnt ihr, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, nee, auf Blau verbessern, könnt ihr SCPs sehen durch die Wand. Ich sehe schon wieder keinen Twitch-Chat. Wunderbar. Ich habe 3 Brillen. Wo ist die 4? Wo ist meine Brille? Da ist meine Brille. Nee, das ist die Maske. Aber es ist jetzt auch so richtig schön Hunger von McDonald's. Oh. Oh. 20er Nugget mit süß-sauer. Oh, ich würde sterben. 20er Nugget mit süß-sauer. Hört sich geil an. Aber nicht von einem amerikanischen Fastfood-Kette. Die schmecken mal scheiße. Wenn dann schon dieses. Natürlich. Ja, vor allem diese. Meerschwein noch mal 4. Spawn. Ja, wollte ich sagen. Magie. Also, ihr habt alles im Blick. Ich muss mal kurz die Tür ein bisschen zumachen. Ja. So, dürfen wir jetzt die Level 3 Karten welche haben? Also, wenn wir es duplizieren können, sollte jeder eins kriegen, mindestens. Ne, aber welche Farbe? SCPs sehen oder beziehungsweise den Abstand zum nächsten weiteren SCP sehen oder einen unsichtbaren sehen können? Warte, was? Ich habe jetzt keine Ahnung, worum es gerade geht. Es gibt ein SCP, das ist unsichtbar. Also es gibt ein Monster, das siehst du halt nur, wenn du die Night Vision Goggle trägst und das siehst du, wenn du sie auf zu einer roten Brille verbesserst. Achso. Es gibt noch die Variante Blau, damit siehst du halt Monster auf Distanz, also du hast ein Radar.
Achso, okay. Beziehungsweise so ein Abstandsmesser hast du. Hm, okay. Was willst du haben? Ich hätte gerne Abstand. Abstand. Falls das hier überhaupt übernommen wurde. Okay, also. Ja. Ich mach mal 2 Abstand, 2 Rot. Naja. Wäre jetzt lustig, wenn der Abstandsradar irgendwie den Scheiger triggert. Naja, das zeigt ja nichts an. Das könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Die sind weg. Die sind weg? Ja. Wie gesagt, es gibt hier nur eine Night Vision Goggle. Ach, sehr langweilig. Moment, fein. Was sagt fein? Oder habe ich den Schlüssel? Ich kann auch sagen, dass ich den Schlüssel in die falsche Richtung gedreht habe. Und weg. Okay. Ne, die weg sind die nicht, die liegen hier auf der anderen Seite. Oh, die mit denen passiert gar nicht erst. So, okay. Was sagt fein? Eins zu drei. Das ist langweilig, wenn die keine verbesserte Maske reingebaut haben. Haben sie auch nicht. Ich war. Schade. Wie gesagt, das Einzige, was verbessert ist in Spawn Items, ist der Navigator. Ich weiß es nicht. Es wurde gerade geschrieben, 1 zu 3 zu ändern oder nicht. Ich lese nur vor, bitte nicht mich anschreien. Ihr guckt mich alle an. Oh Gott, Hilfe. Ich geh mal in die Ecke. Gut, Jan. Oh, hier. Eine Brille für euch. Ihr könnt eure Brillen dann wieder nehmen. Ich teste das nochmal mit der Maske aus. Es wird ja zwar jetzt nicht existieren, wenn du die nicht spawnen kannst. Ne, ja, ist weg, ist drüben. Oh ja, nee, die Maske gibt's verbessert. Aber ja. Ich kriege auch irgendwie anders ich hab aus, zum, oder? Ja, hat so goldene Dinger dran überall. Hier, bitteschön. Boah, er sagt. Eine eurer Masken. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich die auf fein stelle. Liegt schon hier. Okay, welche Maske? Welche Maske soll ich jetzt nehmen? Die Gasmaske. Okay. Die hatte ich nicht. Die da. Ja, hab sie. Ich bräuchte noch für Kralle eine mehr, schön. Bitte, so, aber Hachi, ja? Hachi. Ja? Bitte? Nicht Hachi. Achso. Weiß ich, erschreckend. Es hört sich gleich an, aber nicht gleich. So, ich habe jetzt. Okay. Ich habe jetzt eine Gasmaske eine Night Vision Maske aufgesetzt. Aber war es jetzt die Night Mask? Oder die Gasmaske? Das ist die Gasmaske. Okay, woher wisst ihr, dass die blau ist? Oder so? Die Nachtsichtbrillen haben keine Upgrades, leider. Achso, ja klar, aber woran erkennst du, dass ich jetzt eine upgraded Gasmaske habe? Die ist jetzt ein bisschen gelb. Okay, bei mir ist es noch weiß, hier. Ja, aber hier einfach hier liegen zwei. Wieder. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte außerdem schon... Navigator hin? Hab ich im Inventar. Achso. Warum hast du ihn nicht vergessen lassen? Weil ich erstmal die Masken überprüfen wollte. Achso. Navigator. So, und der gelbe war jetzt für, Radar oder was? Die sollte deine Ausdauer verbessern, wenn du trägst. Oh, alte Mann spawnt gerade. Neben dir, Tolo. Ja. Ich war neben mir, danke. Oh lol! Ja, du stehst neben Tolo. Achso, oh lol! Ich bin jetzt auch in der Dimension. Hallo, Kralle. Immerhin sehen wir jetzt das jetzt auch. Ja, ich war hier schon. Ja, achso. Kommst du da wieder raus? Ist die Frage. Naja. Das ist immer so eine 50-50. Na gut. Wenn nicht. Die Tür öffnen oder gehen wir hier? Ich weiß, wir laufen einfach beide. Ja, ich folge dir, Kralle. Warte, da steht. Oh nee, oh Gott.
Nein, das war wieder falsch. Warte, ich mach mal hier auch die Einstellung. Könnte sich einer mal einen Code aufschreiben? Code? Warum das 9120. Ah nee, das ist dein Code wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. D9120. 9120. Ich nehm's mal. Ja, steht dann da D vor. Nee, steht kein D. Das ist sehr schön. Oh. Du hast unendliche Ausdauer mit der Maske. Ja. Okay. Die Ausdauer geht gar nicht nach unten mit der Gasmaske. Das Doof ist, wir haben jetzt keine Nachtsichtbrille hier. Sagst du? Hast du einen? Siehst du irgendwas? Ich habe hier sogar zwei. Oh, du bist ja vorbereitet. Auch zwei im Inventar. Das hättest du gewusst. So. Okay. Wohin jetzt? Ich habe keine Ahnung, was diese Pocket Dimension ist. Du wirst einfach nur random durch die Gegend geworfen. Die hat mehrere Levels. Okay, sonst. Hoffen, dass du halt nicht stirbst. Okay. Sicherheitshalber. Siehst du was auf dem Navigator? Also mach schon mal diesen Gang hier. Okay, ich komm mit. Kann sein, dass ich die kaputt gemacht habe, den Navigator. Ich sehe was. Okay, bei mir ist dein Namen drauf. Oh, bist du durchgegangen? Wir sind durchgegangen. Ja, wir sind tot. Oh, warum das denn? Ich sehe, wenn du in meinem Radius bist. Okay, das ist ja doof. Respawn, wo starten wir? Wir sind wieder am Anfang. Wir können ja direkt teleportieren, aber jetzt haben wir die ganzen Sachen nicht mehr. Oh, macht nichts. Gut, dann ist eine Level-3-Karte kaputt. Ja, wir können die ja gleich replizieren. Okay. Okay, dann teleportieren wir. Springen wir mal zu euch. Hier lag doch eine Level-3-Karte. Ja, das ist eine, die ich dupliziert habe. Na, okay. Funktioniert bei euch denn das Navi? Bei Meerschwein ist das kaputt. Sag mal. Ich weiß gerade nicht, wie man springt. So, ich sehe gerade das Navi, ja. Müsste auch so ein Kreis bei dir blinken, ne? Ja. Ja, okay. Du siehst uns jetzt alle, wenn wir im Radius sind. Okay. Aber alle sehe ich jetzt nicht. Ich sehe halt nur die ganze Zeit einen Ring, der immer... Ja, der zeigt an, wie weit wir von dir entfernt sind. Okay. Je weiter wir weg sind, desto größer wird der Ring. Achso, ich verstehe. Das ist cool. Das ist der Radar, was ich meinte bei der Brille. Das funktioniert, meine ich, so ähnlich. Oder? Ah, okay. Aber was leider bei Labrad nicht gibt. Okay. Och, nee, Warum sind die an der Wand? Ja, was machen sie? Wollen wir dann hier Feierabend machen? Wir haben schon 11 Uhr. Ich würde sagen, ja. Ja. Eine gute Idee, ne? Dann speichern. Weil dann wissen wir, da kann Spooky dann morgen hier mitmachen, da hat sie ja nicht so viel verpasst. Ja gut, unten das hat sie verpasst. Ja, und das hatten wir schon alles durch einmal in den Containment Breach, also theoretisch hat sie nichts verpasst. Der einzige Unterschied ist, wir haben den Lockdown halt noch nicht deaktiviert. Wenn wir den Lockdown jetzt noch deaktivieren, dann sind wir auf demselben Stand wie in Containment Breach. Gut. Na dann, speichern. So, ihr Lieben. Dann machen wir es kurz und schmerzlos. Was lustig. Einfach beenden und abmod. Ja. Tschüssikowski, gute Nacht. Ja. So, dann sage ich für heute, war es mir wieder eine Ehre. Mir auch. Du bist noch nicht dran. Ja, ist mir scheißegal. Danke fürs Mitspielen, Kardinal. Danke fürs Mitspielen, Toto. Danke fürs Mitspielen, Meerschwein. Dankeschön fürs Mitspielen, Spooky. Danke an den Chat, der wo dabei war. Danke an den Follower. Danke, Meerschwein, für die 12 Bits. Was war das für ein Geräusch? Hat er sich jetzt... Nee. Ich hab euch dann nur geladen. Achso, ich wollte schon kurz sagen, gucken, hab ich rausgeschmissen. Wie das funktioniert. Alles gut. Und wir hören uns dann morgen, aber erst gegen 12 Uhr. Ich habe erst morgen ein Gespräch hier am PC mit netten Damen und Herren. Wird auch wieder ganz lustig. Ich bedanke mich an alle. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, einen schönen Donnerstagmorgen. Lasst euch nicht ärgern, Meerschwein, hör auf, Gehirne auszusaufen. Vor allem, weil ich dir keine Schädel aufgeknackt habe. Genau. Entschuldigung. Dann bedanke ich mich nochmal an alle. Vielen Dank, bis morgen. Bis Macht's morgen. Tschüssikowski. Bye. Bye. Böse Ente. Wo ist der Bong, der fehlt?